So, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch dabei. Wir sind in der ersten Mission. Wir haben es einmal verkackt in der letzten Folge. Und sind jetzt gerade wieder im Aufbau. Und solange, ich habe das Gefühl, solange wir nicht den Verkauf triggern oder das Verschicken der Ware, geht's uns noch gut. Das Hauptproblem ist natürlich mal wieder, wer hätte es gedacht, Holz. Und ich werde direkt noch eine bauen. Ich kann hier gar keine bauen. Ach so, weil es gerade rot geworden ist. Okay. Stimmt, die Rennerei ist ja an, die verbraucht ja ein bisschen Holz. Alright. Wollen wir was handeln? Können wir. Mal gucken, wann es reinkommt. Jetzt haben wir einen Bogenschützen. Ja, verstohlen. Hier von 20 Gruppenlimit. Ich denke, ich werde es nicht ausschöpfen, aber ich will zumindest 10 Leute haben. Und dann probiere ich mit den 10 Leuten, probieren wir das Spiel irgendwie durchzukriegen. Und vorher speichere ich. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Kleidung gehandelt, ein bisschen Eisen gehandelt. Eisenerz können wir, Roheisen können wir auch ein bisschen handeln. Wir haben so viel Nahrung. Wir hauen einfach alles raus. Scheiß drauf. Ist er wieder? Boah, das Holz geht so schnell raus. So ist es. So wie es drin ist, ist es wieder raus. Crazy. Pack mal da 5 rein. Vielleicht können die ein bisschen schneller sammeln. Vielleicht liegt es ja daran. Ich lasse die mal auch nochmal da mitarbeiten. Dann haben wir jetzt richtig viele Leute, die auch im Lager arbeiten. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Vielleicht liegt es ja nicht mal an der Produktion. Ich habe leider keine Statistik dazu. Wir spulen jetzt vor, mehr können wir gerade nicht machen. Hier schnell Pause machen. Bevor jetzt wieder das Holz weg ist, dann bauen wir jetzt noch ein paar Holzhütten. Zwei dürften reichen. Aber damit sollten wir gut die Produktion hochschrauben. Aber wo laufen die denn jetzt hin? Herunter. Lauf doch dahinter. Wie wär's damit? Er macht mich fertig. Was ist das denn für ein ewig langer Weg darunter? Okay. Ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen warten auf das Holz. Wir sind bis dahin, bis wir mal auch eine ordentliche Produktion an Holz haben, leider die Hände gebunden. Ihr kennt das Spiel.
Aber das sieht schon cool aus, muss man sagen. Wie die ja nach und nach alles rausgerissen haben und bis dahinter laufen. Und wie man auch die Wege sieht. Ist schon cool. Leider geil. Okay. Ich würde jetzt noch mal so viele Bogenschützen und Speerträger haben wollen. Damit wir von jedem drei haben. Die dann geballt auftreten können. Ich weiß ja, von allen genug wahrscheinlich schon. Aber wir haben es gesehen, die Bären haben uns die Bude auseinandergerissen. Wir hatten keine Chance. Geht halt auch so schnell wieder raus. Das Holz. Wir können jetzt nochmal beim Händler gucken. Vielleicht hat der jetzt mittlerweile ein bisschen einen höheren Vorrat. Ja, hat er. Perfekt. Speerträger haben wir. Ja, noch ein Speerträger. Noch ein Speerträger. Jetzt läuft es langsam. Dann bitte einen Bogenschützen. Okay. Und dann hätte ich liebend gerne für die Upgrades die Waffenschmiede. Gut, dann können wir jetzt ein bisschen noch upgraden, bevor wir da jetzt reingehen. Natürlich fehlt uns am meisten das Holz, sehr wahrscheinlich. Dann kaufen wir hier noch ein wenig Roheisen und Co. ein. Auch normales Eisen, gibt mir alles. Den ganzen Bums will ich haben. Verstärkte Schilde. Wir können uns schon noch Schildträger dann bauen später. Dann haben wir von jedem drei. Das mit dem Handel läuft gut. Inte långt ifrån.
Wir können rein theoretisch, können wir schon mal Truppen aufstellen. Ich würde sagen, wir platzieren hier direkt welche. Weil da kamen die ja immer. Dann würde ich aufgrund dessen, dass wir hier dann losfahren, würde ich hier welche aufstellen. Und dann würde ich hier... Komm, ich würde die auch nochmal da reinkloppen. Ganz ehrlich, so viel wie da kam, das war unglaublich. Zur Not kann ich die immer noch aufsplitten. Okay. Kann ich so hinstellen. Oh, und dann baue ich jedem nochmal einen Schildträger. Ja, dann fehlt wahrscheinlich am Ende nur noch Holz zum Upgraden. Ich will das sicher durchschieben. Ich will hier nichts verkacken. Ich will nicht nochmal reingehen. Okay. Jetzt fehlen uns die Leute. Sorry, dass ich gerade so still bin. Ich bin gerade mega konzentriert. Weil ich mir hoffe, dass wir dadurch den Schwall an Bären niederringen können, damit das nicht so massiv wird. Weil wenn zwei, drei Bären gegen einen Trupp kämpfen, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, wenn einer gegen einen Trupp kämpft. Und je mehr Bären es werden, desto gefährlicher wird es. So, okay. Da ist wieder was gewachsen, sehr gut. Dann haben wir wieder Eisen, Kleidung und Holz eingekauft. So. Priorität haben bei mir jetzt erstmal die Äxte. Es dürfte sich dann damit erledigt haben, ne? Ja, letzte Stufe erreicht. Dann brauchen wir noch 40 Holz für die Langbögen. Dann sind wir sehr gut ausgerüstet. Haben eine gut aufgestellte, gemischte Armee.
okay. Das dürfte jetzt wieder abgehen. Weil der Holzvorrat da gerade nachwächst. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Dann hauen wir jetzt hier noch die Upgrades durch. Hat sich jetzt leider so ein bisschen gezogen. Das hier ist vorbei. Steinvorrat gibt es nicht mehr. Eisenvorrat ist noch ein wenig vorhanden. Und dann würde ich sagen, verstärken wir unsere Truppe hier an der Front mit Thorstein. Und falls hier einer durchläuft, bauen wir halt noch ein paar Wachtürme auf. Wir haben 50 Leute an der Backe. So, dann können wir hier vielleicht... Ich würde bei dem Plan von der Palisade bleiben wollen. Und die zumindest so wenig aufhalten. Mit dem Wissen, was wir jetzt haben. So, die Sammlerhütte können wir hier abreißen. Kommt noch eins. So, das können wir auch noch aufwerten. Dann haben wir das da auf Maximum. Dann haben wir einen guten Radius. Kann ich den nochmal umplatzieren? Nee, ne? Das ging leider nicht. Dann würde ich da aber auf jeden Fall auch noch einbauen. Also hier und da, ich glaube, das sind ganz gute Positionen. So, Palisade muss sein, weil ein paar Leute müssen da ja noch rein und raus latschen. Ist schon wichtig. Sollten wir machen. Okay. Dann Schildträger. Zwei Stück brauchen wir noch. Ja. Und dann würde ich vielleicht noch zwei Bogenschützen machen. Das mit dem Holz lief jetzt sehr gut. Also da konnten wir uns jetzt wirklich nicht beschweren. Neston. Neston. Neston! Okay. Also wenn wir mit der Armee das jetzt hier nicht wuppen, diesen riesigen Bärenüberfall, dann weiß ich auch nicht. Aber wir schaffen das in der Folge, auf jeden Fall. Weil guckt euch das an, wir sind eigentlich perfekt vorbereitet. Wir brauchen jetzt noch eine Einheit hier.
Die haben den Wald weggeholzt, als wäre es nichts, ne? Brutal. Okay, pass auf. Dann ziehe ich euch jetzt erstmal ab. Und schick die Einheit dahin, damit ich da den Miet rüberschicken kann. So. Okay. Legen wir los. Probably make sure the delivery arrives safely. Wie gesagt, ein Folgentool wäre auch geil bei solchen Missionen, dass man einfach nur draufklicken könnte und sagen könnte, yo, folgt den mal. Zum Lönsgar. Ja, verstehe. Okay. This mead may attract bandits. Let's make sure that no one interrupts the caravan's way. Let's escort this caravan so no one steals our supplies. Ballere das jetzt hier nach und nach aus. So wie es da ist, schicke ich es wieder weg. Zum Dürnskern. Guck mal, hier, das ist eigentlich nicht das Problem. Der fährt brav über die Brücke. Da sollte es zu null Problemen kommen. Ah ja, guck an. Schauen wir mal. Die greifen jetzt den Turm an. Rennen aber weiter. Alter, die sind stark. Wir haben eine voll ausgebildete Truppe hier am Arsch. Eric is under attack. We have to help him immediately. Erik. Warum? Wo ist der? Der ist doch hier. Ach, Erik. Ja, ich glaube, das haben wir gut geregelt gerade. Getting this delivery safely will assure people that Thorstein will be a trustworthy Jarl. Muss die Leute mal. Warte mal. Ich hab kein Holz. Ah! Okay, dann muss ich die Leute doch hier rüber schicken zur. Hab ich kein Heilungshaus aufgebaut? War doch da drüben, oder? Hier, doch, sehr gut. Dann benötige ich trotzdem eigentlich normalerweise jetzt sofort. Einen neuen Trupp. Der mir verwehrt bleibt. Kein Holz, ich habe keine Materialien irgendwie zum Aufwerten. Das ist Dreck. Los, Leute. Macht was. Oh, die greifen von hinten an, okay.
Ja, verstehe. Eric is under attack. We have to help him immediately. Warum sind die so langsam? Die haben sich ja gar nicht bewegt. Hä? Was geht denn hier ab? Die sind doch schon wieder verbuggt. Mann. Komm, helft mal. Bringing a lot of food to the feast will assure people that Thorstein will take proper care of them. Last caravan to go. The feast will be unforgettable, and people will see Thorstein as the right leader. That's done. Okay. Von wo noch? Das ist die letzte Karawane, Leute. Das schaffen wir. Da. Da sind sie. Caravan is under attack. Protect it at all costs. Okay. Machen wir alles an, was wir anhaben können. Die ist gleich durch. Da drüben kommen auch noch welche. Oh, die werden von unten angegriffen. Das ist gemein. Oh, das wird nichts. Die ist jetzt down. Fuck. Wir sollten auf der Brücke welche hinstellen. Caravan is under attack. Ach du Scheiße. Protected at all costs. Ach du Kacke. Leute, das ist härter als ich dachte. Das ist krass. Last caravan to go. The feast will be unforgettable, and people will see Thorstein as the right leader. Wir haben keine Leute, wir haben nichts, womit wir jetzt irgendjemanden verstärken können. Los, ihr müsst da ganz schnell hin. Was macht ihr da? Ihr müsst da helfen. Seid ihr bescheuert? Oh, diese renn doch! Lauf! Oh mein Gott, Alter, da kommen schon wieder Viecher ohne Ende. Wird ein Spiel auf Zeit, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Okay. Was ist mit Was ist hier passiert? Was? Jetzt ist er auch noch tot. Da unten stehen drei Truppen von denen. Caravan is under attack. Protected at all costs. Okay, vielleicht kriegen wir die jetzt durch. Komm schon. Eric is under attack. We have to help him immediately. Okay. Caravan is under attack. Protected at Haben all wir's? Costs. Beginnen wir das Gelage. Leute, wir sind nicht in der Lage, ein Gelage zu beginnen. Seht ihr nicht, was hier abgeht? Ich weiß nicht, wo ich den heilen kann. Der ist tot. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Wo kann man den denn heilen? In der Siegeshalle vielleicht? Benötigt Älte der... Das dauert alles viel zu lang.
vorbei. Alter, guckt euch das an. Es ist vorbei. Was ist das denn Unfaires? What the fuck? Wie spät ist das denn gerade? 4. Okay, gucken wir mal da rein. Junge, ich hätte nicht gedacht, dass das so abgeht. Guckt euch das an. Also ganz wichtig, ihn lassen wir zu Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir sind wieder 10 Minuten davor, bevor alles so eskaliert ist. Wir müssen auf jeden Fall, sobald die Karawane durch ist, eine neue rausschicken. Und den Wall hier halten, wie wir können. Ich habe tatsächlich überlegt, mir noch einen Außenposten zu bauen. Hier vielleicht noch. Um noch eine Mauer zu bauen. Alter Finn, ist es hart. Da wird ja dann rausgeschissen ohne Ende. Okay, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es ist echt eine Herausforderung. Und ich bin froh, dass es nicht losgeht, bevor wir hier den ersten Klick gemacht haben. Bevor wir die erste Karawane geschickt haben. Weil das ist ja unglaublich. Das ist ja pervers. Das ist ja fast schon unfair. Das ist ja gar keine Chance bei denen. Du kannst ja so schnell gar nicht deine Armee aufbauen. Halleluja. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis dahin. Ciao. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sieh uns ein.